Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Ja, endlich mal wieder. Und passend dazu, dass wir Alan Wake weiterspielen, sprich Horror, hat hier gerade erstmal die Lampe schön geflackert. Ja, genau. Alan Wake. Sollte ich dann vielleicht auch anmachen? Und dann nimmt er es auch gut. Wir legen einfach direkt los. Ich weiß sowieso gar nichts mehr von der Also ich habe gerade mal vorhin noch kurz reingeschaut für die Steuerung. Ich weiß nur, es war eine wunderschöne Stelle, an der wir stehen geblieben sind. Und natürlich... Ei! Moment mal. Die passt nicht so ganz. So und so. So, sieht besser aus. Fortsetzen. Ja. War das nicht mitten im Kampf? Oder... direkt vorne im Kampf? Warum? Wie? Warum geht denn die Maus so schnell? Optionen. Einen Moment bitte. Steuerung, Grafik, Audio. Ja, wenn dann Steuerung, ne? Controller haben wir nicht. Kann ich nicht die Maus irgendwo? Ist das das hier? Eventuell? So, und dann zack. Ach so. Cool, ich kann es nochmal Dinge extra auswählen. Ja, nein, das wollte ich nicht. So. Ist das jetzt... Das geht immer noch so schnell. Okay. Wo muss ich denn lang? Muss ich hier lang? Ach ja. Mhm. Ich erinnere mich auch direkt. Klasse. Geil. Ah, so ging das. Okay. Ich habe eine Menge Batterien. Na, nun komm, Junge. Ich weiß doch, dass du gleich da oben rauskommst mit deiner... Mit deiner Kettensäge. Ja, ja. Mhm. Wieso habe ich an dieser Stelle aufgehört? Nein. Oh, oh. Schnell. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich hier aufgehört hatte. Hm. Vielleicht sollte ich eine Leuchtfackel werfen, aber ich traue mich nicht, die zu verschwenden. Ja, Holzfäller ist ein riskanter Beruf. Mhm. Kleiner Flitzer. Zwei Schuss. Ein Schuss. Ja, der darf uns nicht erwischen. Nein! Oh, geh weg. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich rennen muss. Okay. Ja, das füllt heute den ganzen Stream aus, wie ich immer wieder an dieser Stelle sterbe. Sehe ich. Ja, das wissen wir jetzt mittlerweile. Jetzt habe ich gleich zwei geworfen.
Okay, jetzt habe ich irgendwas gemacht, was ich nicht machen wollte. So. Nachladen. Kann ich selber speichern? Ich kann nicht selber speichern. Okay. Das ist jetzt doof. Also jetzt nicht sterben. Camping Grounds. Da oben brennt Licht. Ja, Ausdauer. Wo sehe ich die eigentlich? Nirgends. Auch gut. Hier brennt Licht. Ja. Barry? Halt dich versteckt. Ich bin unterwegs. Öffne nicht die Tür. Bin ich denn verrückt? Versteck dich. Ich bin bald da. Lass auf jeden Fall das Licht an. Lass auf jeden Fall das Licht an. Ich komme geflogen. Hallo. Ihr seid artig. Ich musste zwar noch Barry bei der Hütte erreichen, aber wenigstens war ich aus dem Wald. Aber ich glaube, die Camping Grounds hier sind jetzt auch nicht viel besser. So. Ein Auto? Ich musste das Auto aus der Garage holen. Es würde mich schneller zu Barry bringen. Und die Scheinwerfer waren ein erfreulicher Bonus. Okay, so schon mal nicht. Das ist ja... Die Maus ist widerlich. Ach, Mann. Warum geht das denn so schnell? Ging das schon immer so schnell? Ich will eigentlich gar nicht in die Toiletten. Die sind dunkel und da kriege ich bestimmt keinen Autoschlüssel. Ich hier hoch irgendwie? Ah, nicht wirklich, wa? Yay! Motiviert! Ich musste den Garagenschlüssel finden. Jaha. Kommen wir hier in so einen Trailer rein? Nicht. Mit dem Schlüssel käme ich ans Auto ran. Ja, ich such doch schon. Ich guck doch schon, wo der sein könnte. Bist du doof? Da, im Zelt bestimmt. Nicht. Der Garagenschlüssel musste irgendwo in der Nähe sein. Ja, ich guck ja schon in der Nähe, hallo? Ich meine, ist ja auch nicht so, dass du da drüber klettern könntest. Hier, einfach hier rauf. Und dann darüber und dann geht los. Aber nein. Das kann der werte Herr Wake nicht. Ich muss jetzt echt aufs Klo gehen. Ich will nicht aufs Klo. Außerdem ist das geschlossen. Na toll, da flackert das Licht. Schon mal scheiße. Was? Oh. Wie war denn das? F5. Nightingale schießt auf Wake. Der Befehl des FBI-Agenten ließ mich erstarren. Ich wollte mich ergeben. Es ging eh alles den Bach runter. Ich konnte aufgeben, es jemand anderem überlassen. Aber das hier war falsch. Es war Instinkt. Seine Haltung, wie er die Waffe hielt. Er war kein Freund. Unter dem Dröhnen der Schüsse sprang ich durch das Loch im Zaun und stolperte in die Finsternis dahinter. Ja, das Darmklo ist generell dunkel. Geil. Dann gehen wir doch lieber hier rein. Hier flackert wenigstens noch ein bisschen was. Das ist keine gute Idee. Ah! Eine Geschichte ist keine Maschine, die einem gehorcht. Sie ist eine Bestie mit einem Eigenleben. Man kann sie erschaffen, sie formen, aber je größer sie wird, desto mehr fordert sie ein. Nur eine Sache zu ändern, setzt eine Kettenreaktion von Geschehnissen in Gang, die sich über die ganze Geschichte ausbreitet. Diese Geschehnisse müssen zur Logik der Geschichte passen. Nur ein Fehler und die Magie ist dahin. Die Geschichte stirbt. Alice stirbt. Nein, nein. Oh, komm schon, lauf, Junge!
Es war doch so klar. Lauf! Komm schon, schließ auf! Was? Ich? Oh Gott. Rückwärts? Rückwärts? Ich bin... Ist jetzt nicht dein Ernst, ich bin festgefahren. Ah, ich bin nicht festgefahren. Oh Gott. Ja, mit dieser geilen Steuerung hier. James fängt alle töten? Oh Gott, hier ist ja... Hier ist ja dicht! Komm schon, fahr rückwärts! Jupp, Heidi! Hier geht's lang. So, Schuh raus. Nicht von der Brücke fallen? Nein. Eigentlich Schaden? Boah. Alter, was ist denn das hier für eine Strecke? Hellawood. Ja, jetzt muss ich noch da hoch. Geparkt. Geil. Bin ich auch nicht weggeschoben. Muss ich nicht hier lang? Bin ich hier falsch? Kann ich aussteigen? Ich kann aussteigen. Okay. Oh oh. Oh, Nachschub. Die Leuchtpistole war vermutlich die bestmögliche Waffe gegen die dunkle Bedrohung. Ist das schon unsere Hütte? Nein. Uah! Au. Ah, Licht. Haha. Schön. Schön, schön, schön. Aber unsere Hütte war noch weiter oben, ne? Die da müsste unsere sein. Wir warten mal kurz, bis die Lampe voll ist. Es ist warm. Ich muss mal ganz kurz den Ventilator eine Stufe höher stellen. Ja, komm. So ist besser. Okay, weiter geht's. Ja? Es war der Entführer. Sie Mistkerl, wo ist meine Frau? Schluss mit dem Blödsinn, Wick. Sie liefern das Manuskript und kriegen dafür Ihre Frau zurück. Ganz einfach. Ich kann nicht. Halt, hören Sie. Ich brauche Zeit, um es abzuschließen. Mir fehlt das Ende. Ich brauche eine Woche. Nicht fertig. Ich brauche eine Woche. Zwei Tage. Hier in der Nähe ist das alte Bright Falls Bergwerk. Sie können es nicht verfehlen, Städter. Im Hauptgebäude, um 12 Uhr mittags. Sie geben mir das Manuskript und kriegen Ihre Frau zurück. Wenn nicht, tja, kapiert. Ja, ich verstehe. Bin ich hier richtig? Nein, das ist nicht unsere Hütte, oder? Eine Kaffeemaschine. Die möchte ich mitnehmen. Das ist nicht unsere Hütte. Aber hier gibt's Muni. Wir können Licht anmachen. Nee, wir können es ausmachen. Okay. Das ist ja Blödsinn. Okay, wir müssen also den Weg noch weiter hoch.
Das ist unsere Hütte. Ja, und da sind auch ganz viele Vögel. Okay. Oh, ja. Ja, ja, viele ist gut gesagt. Da sind ganz, ganz viele Vögel. Na, ihr Süßen. Barry hatte am Telefon über Vögel gesprochen. Ja, kannst du mal aufhören? Danke. Noch eine Leuchtpistole. Barry vor den Vögeln retten. Aber wie? Ich bin so froh, dass du da bist. Ein paar sind reingekommen, bevor ich den Kamin dicht machen konnte. Das ist nicht normal. Wie? Wie kann ich ihn vor den Vögeln retten? Ich kann sie ja schlecht anleuchten. Na komm so. Jaha, ich bin noch dabei. Von wo? Sie sammeln sich. Vögelchen. Was? Es qualmt hier sehr doll. Vögelies. Einzig Gute an dieser verdammten Situation ist, dass ich zwei Schuss habe. Nur noch ein Schuss. Autsch. Ah, puh, der ging daneben. Nein. Nein, danke. Ich weiß nicht, wo ich jetzt am besten stehen sollte. Und wo kommt der? Na los, kommt schon. Komm schon, ihr süßen kleinen Kräs. Ich glaube, ich brauche gar nicht schießen, oder? Nur Licht. Ja, okay, ich glaube, Licht alleine reicht schon, um die loszuwerden. Oh Gott, was? Und ich hole mir mal Nachschub. Und wechsle die Waffe. Guten Tag. Es tut mir echt leid, dass ich dachte, du wärst durchgeknallt, Mann. Ich schickte Barry in die Stadt, um nach einem Mann zu fragen, auf den meine Beschreibung des Entführers passte. Er sollte sich das Archiv der Lokalzeitung ansehen. Vielleicht konnte er was herausfinden. Irgendwas über die verschwundene Insel und die Hütte. Der Mann wollte ein Manuskript. Ich musste eins schreiben, um Alice zurückzubekommen.
Für mich war das Übernatürliche immer eine Metapher für die menschliche Psyche gewesen. Etwas, das man beim Schreiben einsetzen konnte. Jetzt passierte das alles wirklich und ich brachte nicht ein Wort zu Papier. Barry Wheeler hier. Hier ist Rose. Rose? Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Oh, Sie wunderbares, kluges Mädchen. Könnten Sie und Mr. Wake Sie abholen? Ich wohne in der Wohnwagensiedlung vor der Stadt. Wir sind in etwa einer Stunde da. Komisch. Bis gleich. Sie klingt sehr komisch. Einen schönen Tag noch. Kommen Sie bald wieder. Willkommen im Gutes Kind. Gruselig. Gruselig. Und ich sehe gerade, dass das Video ist ja wunderschön. Die Aufnahme, also der Stream. Richtig schön ruckelfrei. Ich glaube, da muss ich erstmal kurz gucken, woran das liegt. Come here. Pretty please. Can you tell me where I am? You. Won't you say something? Ah, das war Kapitel 2. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Nerv habe für das Spiel, um das wirklich weiter zu spielen. Vor allem mit der Kackmaus. Oder ob ich nicht lieber... Wir haben noch Second Face auf. Will ich das vielleicht lieber spielen? Bisher bei Alan Wake. Alice weint. Errungenschaft Ranger, aber warte mal ganz kurz. Wo muss ich denn rein dafür? Lass mich mal gucken. Irgendwas hatte der gesagt. Ich hatte natürlich keine Zeit, darauf zu achten. Huch, nein, das wollte ich nicht. Danke. Vorher ja nie so extreme Probleme eigentlich gehabt. Hier drunter nicht, hier drunter auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich dafür gucken muss. Hier die Latenz. Nehmen wir halt das hier. So. So, so. Ja. Und dann können wir weitermachen. Weiterspielen. Bitte hilf mir. Alice? Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Ich kann es nur meinem Agenten Barry erzählen. Verdammt, Barry, Sie töten sie! Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Das Lösegeld ist ein Manuskript, das ich angeblich schrieb und das vor meinen Augen wahr wird. Es geschah genauso, wie es auf der Seite stand. So dunkel. Ich habe nur ein paar einzelne Seiten gefunden. Ich will das ganze Manuskript. Die Deadline ist in 2 Tagen. Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Gutes Kind. Lösegeld. Wie zum Teufel ist sie überhaupt ans Manuskript? Ganz kurz mein Fenster richtig einstellen. So. Hallo. Gekommen. Weiter. Ich weiß nicht. Sie hat's einfach drauf. Ich sagte ja, du warst zu hart zu ihr. Übrigens, ich bin bei meinen Recherchen auf ein paar unglaublich interessante Sachen gestoßen. Ja? Nicht jetzt, Barry. Mr. Wake, hier ist Sheriff Breaker. Bei mir sitzt ein FBI-Agent. Agent Nightingale. FBI? Er möchte Sie gerne sehen. Sie sollten auf die Wache kommen. Okay, bin gleich da, Sheriff. Beeilen wir uns damit ein bisschen, ja? Kann ich helfen? Ich bin Randolph, der Verwalter. Mhm. Wir wollen zu Rose, die Kellnerin aus dem Diner. Rose? Ja, nettes Mädchen. Und wer sind Sie? Ich bin Alan Wake. Der Schriftsteller, was? Ich habe im Radio gehört, dass Sie hier sind. Na, ich zeige Ihnen Ihren Wohnwagen. Rose ist ein nettes Mädchen. Sie haben hier komische Eimer, die sich ich schon sagte, eigenständig bewegen. Ich habe ziemlich viel merkwürdiges Zeug im Archiv der Lokalzeitung gefunden. Dieser Ort ist verrückt. Verschwundene Leute, mysteriöse Todesfälle, moderne Legenden, die wahr werden. Quatsch, keine U-Bahn und komm mit. Und das meiste davon hat sich in der Gegend vom Cauldron Lake abgespielt. Tja, da haben Sie recht, Mister. Die Indianer glaubten, der See wäre ein Tor zur Unterwelt. Ich bin eher der gottesfürchtige Typ. Ich glaube nicht an solche Dinge.
Ja, okay. Ja, okay. Es gab da jedenfalls eine Insel, die einem Typen namens Thomas Zane gehörte. Einigen Artikeln stand, er sei ein berühmter Schriftsteller. Ich habe recherchiert, aber nichts gefunden, was er geschrieben hat. Zane war begeisterter Taucher. So begeistert, dass die Insel schließlich Divers Isle genannt wurde. 1970 brach der Vulkan unter dem See aus und Zane ging mit der Insel unter. Ja, verrückt. Morgens war er einfach da, als sei er vom Himmel gefallen. Aber es würde einen Tornado brauchen, um so etwas anzuheben. Verdammtes Glück, dass er keinen Wohnwagen getroffen hat. Kommen Sie, Mister. Ich bringe Sie zum Wohnwagen von Rose. Ja. Hier hinten durch? Ich bin da, du kannst laufen. Und es kommt noch besser. Ein Mädchen aus dem Ort, Barbara Jagger, war nur eine Woche vorher im Cauldron Lake ertrunken. Sie waren ein Paar. Klar, ja, das ist natürlich Jagger noch besser. Ist hier die Gruselgeschichte. Die kratzende Hexe. Sie holt einen in der Dunkelheit. Kindisches Zeug halt. Aber jetzt, komme ich zum Allerbesten. Alle diese Artikel wurden von Cynthia Weaver geschrieben. Ich habe mich umgehört und sie ist diese verrückte alte Obdachlose. Was, die Lampenlady? Ist manchmal ein bisschen verrückt, aber die ist nicht obdachlos oder so. Ja, jedenfalls kannte sie Jagger und Zane, bevor beide umgekommen sind. Danach hatte sie eine Art Kollaps. Na, wo ist denn nur der Wohnwagen, ne? Komm mal zu Potte, wir essen zeitig. So, Mister, das hier ist der Wohnwagen von Rose. Darf ich fragen, was Sie von ihr wollen? Wir wollen nur mit ihr reden, Kumpel. Mehr haben wir dazu nicht zu sagen. Klopfe. Sieht sehr einbruchsicher aus. Willkommen im... Oh, Mr. Wake. Ich... Ja, ich hör mal so auf. Ich bin so froh, dass Sie da sind. Hör auf, mir ins Gesicht Rose, zu schwurbeln. Sie haben ein Manuskript? Oh. Oh ja. Ja? Bitte kommen Sie herein. Rose, hey, was ist in dem Kaffee? Das ist ja echt gut. Rose. Ja? Mein Manuskript. Ich brauche es wirklich. Ich habe verstanden. Ich weiß, was Sie brauchen. Eine Muse, die Sie inspiriert. Arthur Barry. Sie hat überhaupt nichts. Ja, hey, was ist... Oh. Barry! Was? Was? Ich sag doch, was ist in dem Kaffee? Außer Kaffee. Steckt unter Barbaras Haut. Ich bin zu schwach, es aufzuhalten. Machen Sie das Licht an. Was? Ich habe versprochen, vorbeizukommen. Zu Ihnen und Ihrer Frau. Man muss beenden, was man angefangen hat. Ich bestehe darauf. Sie müssen das Licht anmachen. Hab ich. Jetzt das alles Licht hell. Anmachen. Zurück an die Arbeit. Los! Gruselig. Mir war übel, wie bei einem Kater. Nur die Wut hielt mich aufrecht. Ich kann Realität und Traum nicht mehr unterscheiden. Aber eine imaginäre Lektorin hilft mir. Eine alte Frau in einem Trauerkleid. Ich nenne sie Barbara Jagger. Sie ist sehr streng. Ich schreibe immer schneller. Mein Manuskript wird stark überarbeitet. Es wird immer extremer, immer weniger von mir und immer mehr von ihr. Ich hasse es, aber ich weiß, sie hat recht. Sie sagt, dass ich so Alice retten kann. Sie weiß mehr als ich über die komplizierte Beschwörung, die ich vorhabe, über diesen Ort. Sie hat so etwas mit einem anderen Autor schon einmal gemacht, mit Thomas Zane.
Das Genre der Geschichte scheint sich zu ändern. Sie wird zu einer Horrorstory. Ich bin nah dran. Ich fühle es. Mhm. Achso, ich kann gar nicht springen. Gut. Wollte gerade aufs Bett springen. Das ist im Übrigen auch so ein kleines bisschen gruselig. Na, Barry. Rose hatte mir einen Tag gestohlen. Mir blieben weniger als 12 Stunden bis zum Treffen. Ich konnte nur Barry ins Auto packen und mir unterwegs einen Plan ausdenken. Willkommen im Odeer Diner. Was darf ich Ihnen bringen? Kaffee. Irgendwie konnte ich Rose nicht wirklich hassen. Etwas benutzte sie, um mich zu bekommen, und hinterließ Spuren. Das erste Nachfüllen ist kostenlos. Milch und Zucker stehen da drüben. Möchten Sie das Tagesangebot hören? Danke. Einen schönen Tag noch. Mhm. Kommen Gut, Sie ich soll ja wieder. Barry irgendwie mitnehmen. Barry war aber erledigt. Er war zu schwer zum Tragen. Okay. Ja, genau. Ich hätte mehr Geld für. Ich will wieder rein in die Dunkelheit. Verdammt. Ich bin nicht. Meine Waffe und meine Seite. Taschenlampe waren weg. Ich musste Barry möglichst schnell irgendwie ins Auto kriegen. Die Zeit drängte. Na toll. Randolph ruft die Polizei. Mr. Randolph mochte Rose, ihr kleines Lächeln, wie süß sie noch war, obwohl das Leben so sehr versucht hatte, sie zu verbittern. Es ging ihn nichts an, was sie in ihrem Wohnwagen trieb, aber diese Fremden, der Schreiber und sein vorlauter Partner, sie sahen nach Ärger aus und waren dort nun schon seit Stunden drin. Dabei schlief sie sonst um diese Zeit. Er rief das Büro des Sheriffs an. Ich habe also kein Licht und kein gar nichts. Kann ich auch nichts machen. Radio. Auch nicht hören. Radio sagt nein. Mhm. Bist du noch normal? Oh, jetzt haben sie es. Gott weiß, was sie mit dem Mädchen gemacht haben. Hier ist Agent Nightingale, FBI. Hände hoch, Hemingway. Sie sind verhaftet. Eine Bewegung und ich schieße in ihre verdammte Fresse. Bleiben Sie, wo Sie sind. Nein! Was zum... Ich stehe hier, Sie gottverdammter Vollidiot! Ja, und Sie wurden noch nicht getroffen, mein Herr. Diese Männer wissen, was sie ich tun. Ich ließ Barry nur ungern zurück, aber ich durfte das Treffen mit den Entführern nicht verpassen. Gib sie auf, Mr. Wade! Sie machen sie sonst hinter schwer. Ich muss raus! Ihr seid gefeuert, wenn euch entkommt! Okay. Aber kommen jetzt auch wieder die bösen, dunklen Männer? Nicht. Verdächtigen gesichtet. Okay, Leute, haltet die Augen offen. Er wird versuchen, hier durchzukommen. Oh, verdammt. Aber auch zu viel Licht zu machen. Verteilt euch. Hey, hey, da drüben ist er. Nein. Junge. Krieg dich ein. Hier lang. Ja, du.
weg! Los, Leute, wir müssen ihn abfangen! Eine Manuskriptseite, so viel Zeit muss sein. Das Dunkel schläft. Jahrzehntelang hatte das Dunkel in Gestalt von Barbara Jagger unruhig in seinem dunklen Heim und Gefängnis geschlafen. Es war hungrig und gequält. Es träumte von den glorreichen Nächten, als der Dichter es aus der Tiefe rief und ihm einen kurzen Vorgeschmack auf Macht und Freiheit gab. Die Rockstars hatten es aus dem Schlaf erweckt, in dem es der Dichter letzthin versenkt hatte. Als es den Autoren auf der Fähre spürte, schlug es die Augen auf. Okay, weiter geht's. Hieß es nicht gerade, dass Dunkel schläft? Dunkel nur so als Hinweis. Wenn die mich kriegen, dann ruft dich keiner mehr, ne? Kontrollpunkt, finde ich gut. Kontrollpunkt, finde ich noch besser. Ausschwärmen. Durchsuch das Gebiet. Nein, nein, lass das mal. Sowas tun wir hier nicht. Dunkel? Oh, Dunkel, ich sehe nichts. Gut, ich wollte mich gerade über den Kontrollpunkt freuen und dann gibt es doch keinen. Das Grauen war einfach überall. Es kreiste mich ein. Die Cops hatten keine Chance. Sie waren hinter einem Schriftsteller her, keinem Monster. Helikopter, das finde ich ja jetzt gar nicht geil. Ich mich hier in dem Baumstelle sehen, die mich da? Hier schreit doch nach Manuskriptseite, oder? Oder nach Thermoskanne. Oder nach keinem von beidem. Und ich bin zu groß und komme da nicht durch. Na klar. Okay, eigentlich muss ich da lang, aber ich will mal kurz da hoch. Oh, ich kann es sogar benutzen. Was brennt denn da? Wissen wir nicht. Da müssen wir lang. Da kommen wir her. Irgendwas brennt da. Und da ist eine Thermoskanne. Ha! Und ein Radio. Ja, komm, nimm. Benutzen. Hier durchgucken. Hallo, durchgucken. Durchgucken.
Ich konnte die Lichter des Radiosenders in der Ferne sehen. Okay, da wollen wir wohl hin. Na dann. Ja, ja. Der Sendemast könnte zum lokalen Radiosender gehören. Main schien anständig zu sein. Vielleicht könnte er mir den Weg zum Bergwerk sagen. Unnatürliche Schatten klebten am Tor. Das Dunkel, das hinter mir her war, wollte mich aufhalten. Ohne Licht würde ich nicht durchkommen. Ich habe Licht. Haha. Der Suchscheinwerfer hatte keinen Saft. Saft? Hallo, Saft. Streikte. Ich musste ihn irgendwie reparieren und weiter versuchen. Aha. Irgendwie reparieren. Treten. Aufhalten könnte. Mich. Ha. Kontrollpunkt. Ja, natürlich. Oh nö. Ich hatte doch wieder eine Taschenlampe, aber doch keine Waffe. Mann, das war so entspannend. Ich brauchte einen Moment, um die Blendung zu schalten. Sie kamen mir sehr gelegen. Team 1 wird da nicht mehr kommen, glaube ich. Wenderisch damit, ha? Hui! Muss ich überhaupt lang? Die Lang sieht falsch aus. Uah! Licht, Licht, Licht! Nein! Oh, Licht! War hier gerade ein Kontrollpunkt irgendwo? Weiß keiner. Wo muss ich denn lang? Kann das nicht mal ein bisschen weniger blenden, bitte, danke? Oh, halt, Batterien. Die nehme ich doch gerne. Und hier ist dann Batra Anrufer. Sie sind auf KBFFM mit Pat Main. Hier ist Milt Peabody, Pat. Was beschäftigt Sie, Milt? Also, ich wohne bei der Wohnwagensiedlung, Pat, und hier ist echt der Teufel los. Ich
wohne da auch ganz in der Nähe. Wissen Sie genauer, was da los ist? Ich weiß nicht, aber hier sind überall Polizeiwagen, Sirenen, ein Hubschrauber kreist über uns und ich glaube, ich habe Schüsse gehört. Schüsse? Ja, wie Pistolenschüsse. Können Sie herausfinden, was da los ist? Diese Schießerei ist nämlich direkt bei mir nebenan. Sie schießen immer noch? Nein, das war vor etwa 10, 15 Minuten. Es hört sich ernst an, Pat. Wirklich, das klingt nicht nach einer Party. Also, ich werde auf jeden Fall bei der Wache anrufen, Milt. Okay. Ich sage sofort Bescheid, wenn ich etwas höre. Okay, danke. Ja, das ist ja schön. So, hier lang wahrscheinlich weiter. Oh, what? Ja. Oh, wisst ihr was, Leute? Ich brauche mal eine kurze Pause. Wer viel trinkt, muss irgendwann noch Pipi. Wir sehen uns gleich wieder, aber ich glaube, Alan Wake werde ich dann nicht mehr weiterspielen. Ich glaube, wir gucken dann mal bei hier Dings rein, Sally Face. Da haben wir noch eine Episode offen. Das war falsch. Das mache ich weg. So, und dann... Huch. Machen wir mal. Machen wir mal den hier.